Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Reaction-Video auf meinem Kanal. Und zwar heute zu Flair featuring Mosenyu und Frauenarzt Gänsehaut. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Das ist jetzt der erste Track mit Flair und Mosenyu. Mosenyu ist ja das neue Signing bei Flair, beziehungsweise bei Maskulin. Dazu hatte ich auch schon ein Video hochgeladen. Falls euch das nochmal interessiert, könnt ihr dann nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Aber, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vor allem, dass hier auch noch Frauenarzt dabei ist. Kennt man ja eventuell von Monte seinen Streams. Und ich würde sagen, wir verschwenden hier gar keine Zeit. Um 22 Uhr sollte das Ding online kommen. Ich glaube, um 3:15 kam es. Und ich würde sagen, Freunde, wir fangen einfach mal an hier mit dem Track. Ganz kurz noch vorher möchte ich eigentlich nicht wirklich jetzt darüber reden, weil es soll eigentlich hier ein relativ positives Video werden. Ich habe auch noch ein Video zu dem Beef zwischen Capital und Flair gemacht. Falls euch das auch nochmal interessiert, wie gesagt, kam gerade auch online. Einfach nochmal vorbeischauen auf meinem Kanal. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir aber auch endlich mal an hier mit dem Musikvideo. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Von Mosenyu habe ich schon ein paar Lieder gehört. Nichts mit Flair. Fand ich auf jeden Fall ziemlich immer gut bis jetzt. Wenn ich bei mir durch die Hood lauf, krieg ich Flashbacks und Gänsehaut. Okay, Digga, ich muss direkt sagen, hier, Digga, auf jeden Fall Grüße gehen raus, Mann, kommen hier die Kommentare rein, sorry auf jeden Fall, wenn hier Kommentare reinkommen, ich muss direkt sagen, das ist auf jeden Fall direkt dieses typische Flair-Feeling, also was ich so in der letzten Zeit und so hatte hier, wisst ihr auch mal das, okay, gut, auf jeden Fall so wie bei den anderen Tracks auch, ich muss sagen, ich fand die EP mega geil, muss ich sagen, ich fand die besser als Farids EP, so, auch wenn die beide gut waren, klar, aber ich fand die von Flair besser eigentlich. Und Keinen wie mich zum Beispiel war auch übel geil. Also das Lied, das habe ich heute erst vor vielleicht einer halben Stunde das letzte Mal gehört, weil ich das wirklich mega geil finde. Ist direkt auch wieder ähnliches Feeling. Bis jetzt feiere ich auf jeden Fall. Wir haben natürlich noch nicht viel gehört, aber fängt auf jeden Fall schon mal positiv an. Meiner DNA verankert. Und im Walkman Frauenarzt Templetown. Immer wieder, wenn ich bei mir durch die Hood lauf, krieg ich Flashbacks und Gänsehaut. Ich muss ehrlich sagen, das ist nice. Also, Mosenyu auf jeden Fall hat meiner Meinung nach auf jeden Fall auch echt einiges drauf. Also, der hat sich Flair auf jeden Fall, einen sehr talentierten jungen Rapper in sein Team sozusagen geholt. Feier ich auf jeden Fall. Okay, Frauenarzt. Kenn die Hut und ihre Kassen, alle blind. Alle blind. Messer in der Tasche ist Instinkt. Also das hier gerade. Das war jetzt Frauenarzt. Ich muss sagen, ich dachte erst so. Ich war so ein bisschen skeptisch, wie das da so in das Konzept von Flair passt, aber ich finde, das ist auf jeden Fall gut umgesetzt. Also ich fand, das hat auf jeden Fall irgendwie gepasst. Also, wie gesagt, ich hätte mir das jetzt nicht so vorstellen können direkt, aber auf jeden Fall irgendwie ganz cool so zur Abwechslung. Hier übrigens, Grüße gehen raus an alle, die hier kommentieren, Digga. Wie gesagt, feiere ich auf jeden Fall bis jetzt. Mosenyu auch ziemlich gut, ne? Kann man nichts gegen sagen. Flair auch, also ich finde das wirklich bis jetzt mega geil. Der Hund und ihre Kassen, alle blind. Alle blind. Messer in der Tasche ist Instinkt. Ist Instinkt. Im Viertel sehen die Jungs alle gleich aus. Alle gleich. Video ist auch nice. Die Amjas patrouillieren wie nie zuvor. Nie zuvor. Über Wasser halten, das ist Ghetto-Sport. Ghetto-Sport. Meine Jungs, ey, sie. Ghetto Sport, direkt mal hier nochmal erwähnen, die Marke, ich habe einige Sachen davon, ist eine mega geile Marke, könnt ihr gerne mal abchecken, ansonsten natürlich auch Flairs Album, könnt ihr euch gerne holen, ich habe es mir noch nicht geholt bis jetzt, ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde, einfach weil zu meinem Style und so passt die Jacke nicht so und deswegen, ich werde mir das Album natürlich anhören, das ist ganz klar, ich werde es euch nochmal verlinken unten, wenn ihr es euch eh holen wolltet, könnt ihr es euch rein theoretisch über den Link holen in meiner Videobeschreibung, dann würdet ihr mich auch noch unterstützen, zahlt aber keinen Cent mehr. Wie gesagt, nur wenn ihr es euch eh holen wollt und ja, keine Ahnung. Gehen alle rein raus, denn irgendwo kommt der Herr, was du besorgst. Klettern und rennen lernen als Kleinkind, das ist, was das Viertel dir so beibringt. Und immer, wenn ich durch meine Ecke laufe, wie ich kenn.
Gänsehaut. Da hat man übrigens gerade die immer Jacke wieder gesehen. Wenn ich bei mir durch die Hood lauf, durch die Hood, krieg ich Flashbacks und Gänsehaut. Also ich muss auch echt sagen, der Beat, Digga, der, das ist halt auch wieder, das ist so ein Flair-Beat irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn man das vergleicht mit den letzten Sachen und so, das passt einfach irgendwie. Das ist wie so ein Bushido-Beat, ist auch einfach was, sag ich mal, Einzigartiges, mehr oder weniger. Und feier ich auf jeden Fall. Also Flair generell in letzter Zeit finde ich echt stark, muss ich sagen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie der Rest so auf dem Album wird, aber ich denke mal, das könnte echt ein richtig geiles Album werden. In meiner DNA verankert und im Walk mit Frauenarzt Templetown. Immer wieder, wenn ich bei mir durch die Hood lauf, krieg ich Flashbacks und Gänsehaut. Hab Berlin in meiner DNA verankert, bleib für immer und im Walk mit Frauenarzt Templetown. Ich hab dein Lied gehört und dich umgebracht. Ich hab dein Lied gehört und dich umgebracht. Ich hab dein Lied gehört und dich umgebracht. Deine Leiche liegt jetzt im U-Bahn-Schacht. Damals mit der U-Bahn in zur Therapie. Heute im VIP 6 Kaffee Energie. Neuer Flow, mein alten nach Miami Yassin. Soll kein Diss sein, glaub mir Mann, ich lass ihn. Ja, ich lass ihn, dick, glaub mir. Warte mal, ich will noch mal ganz kurz. VIP 6 Kaffee Energie. Neuer Flow, mein alten nach Miami Yassin. Soll kein Diss sein, glaub mir Mann, okay. Ich lass ihn. Ja, ich lass ihn, dick, glaub mir. Roller auf den Streets, ey. Messer steckt wie Socken in den Jeans, ey. Wichser brechen in mein Loft ein. Beim nächsten Mal, da brech ich dir dein Jochbein. Junge, jedes meiner Worte ist Gesetz. Rappte in meinem Kofferraum sind Packs. Ich will noch mal ganz kurz gucken hier, Digga, Tränen. Damals mit dem ich hab dein Lied gehört und dich und der ist doch, ist das auch von, heute wie jetzt Gucci? Weil der von Gucci, den ich kenne, der sieht ein bisschen anders aus, keine Ahnung, Digga. Zur Therapie. Auf jeden Fall nice. Messer steckt wie Socken in den Jeans. Brech ich dir dein Jochbein. Junge, jedes okay, Mal ist Gesetz. Rappte in meinem Kofferraum sind Packs, alles Facts. Ein Südberliner kennt kein Mitleid. Was fällt der Bitch ein? Immer wieder, wenn ich bei mir durch die Hood lauf, krieg ich Flashbacks und Gänsehaut. Hab Berlin in meiner DNA verankert, bleib für immer und im Walk mit Frauenarzt Templetown. Immer wieder, wenn ich bei mir durch die Hood lauf, krieg ich Flashbacks und Gänsehaut. Auf jeden Fall finde ich die Aufteilung so ist wirklich echt gut gemacht und Mosenio, ich hoffe übrigens, ich spreche das richtig aus, auf jeden Fall finde ich, hat auf jeden Fall echt was drauf, also gefällt mir echt gut in dem Track hier, wie gesagt, ich finde auch das von Frauenarzt ziemlich cool und Flair natürlich hier, wie gesagt, finde ich, ist auch echt, ist echt krass, Digga. Ich hab dein Lied gehört und dich umgebracht. Auf jeden Fall nice, also dieser VHS-Effekt mäßig bei ihm. Okay, da haben ein paar Picks geshootet. Ja, das war's hier. Flair, Gänsehaut. Wie gesagt, ich denke mal, ich habe eigentlich während dem Video genügend jetzt gesagt dazu. Ich finde es auf jeden Fall abschließend echt einen krassen Track. Nicht besser oder nicht schlechter als die anderen so in letzter Zeit, aber feiere ich auf jeden Fall. Ihr könnt mir natürlich gerne mal eure Meinung zu dem Track in die Kommentare schreiben. Wenn euch mein Video gefallen hat, übrigens hier eigentlich wollte ich jetzt anfangen, so auch bei den Reaction-Videos Facecam und so zu nehmen, aber habe ich jetzt irgendwie wieder komplett vergessen. Naja, was soll's, Digga. Vielleicht beim nächsten Mal dann. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo auf meinem Kanal und die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns ganz einfach beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.